Liebe Zuschauer, Sie kennen so Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht, da könnte ja jeder kommen, oder früher war alles besser. Und der Pelzer sagt, in der Pfalz ist eh alles besser. Heißen Sie nun mit mir willkommen, den Pelzer. Guten Abend, Herr Leid. Ich muss euch sagen, mir geht's halt nicht so gut. Nein, noch schlechter. Ja, ungefähr so, ja. Na, ich hatte mich gestern Abend hatte ich mich getroffen mit dem Herbert. Der Herbert kennt ihr vielleicht. Der Herbert ist der Mann von Schlappmaul Selvira. Also der Schwager von Zuchtheißlers Annemarie. Und da haben wir dann nicht mehr treffen uns immer auch mal in der Woche und da müssen wir den Kummer ertränken. Und gestern hatten wir viel. Kummer, ja, natürlich. Also ich will es mal umgekehrt ausdrücken, ich kann jetzt noch eine Woche Wasser saufen, ist es immer noch Schale. Der Herbert hat wieder erzählt, er hat wieder Streit mit dem Elvira und er erzählt eigentlich immer das Gleiche, er hat nichts gemacht. Ist ja ganz oft so, die Männer haben nichts gemacht und es gibt Streit. Ja? Ja, ganz oft so, ihr Männer, oder? Die Männer haben nichts gemacht und sagen wir, stehen ja alle in einem Schlappe oder was ist da los? Der Herbert hat mir jetzt erzählt, er hat Streit mit dem Elvira gehabt. Wir waren morgens zusammen im Bad, also es ist eine sehr persönliche Situation. Ich erzähle das auch nur euch. Sie waren zusammen im Bad und plötzlich hat Elvira mit dem Streit angefangen und hat gesagt, Herbert, machen wir den Rollo runter, ich gehe jetzt duschen. Nicht, dass die Nachbarschaft noch sieht, wann ich duschen gehe. Und da hat Herbert nur gesagt, wann die Nachbarschaft sieht, dass du duschen gehst, machen die den Rollo schon selber runter. Schon war der Streit da. Er hat ja nichts gemacht. Ihr Leute, ich muss euch ehrlich sagen, auch wenn es nicht gut geht, ich komme ja mit der Welt gar nicht mehr zurecht. Ja? Ich komme ja vom Land, bei uns auf dem Land hat sich so viel geändert in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Wenn du auf die Straße gehst, die jungen Leute, die sagen ja noch nicht immer mehr guten Tag. Haben Sie das schon mal gemerkt? Die sagen gar nichts mehr. Allenfalls Hallo, ja? Oder Hallöchen oder ach Hi. Ja, kennen Sie Hi? Ja, ich weiß nicht, was soll denn das sein, Hi? Was ist ein Hi? Fliegt ein Guckuck übers Meer und ruft Hai und da kommt der Hai ruf und sagt Guckuck. Also, was soll denn das? Was ist ein Hai? Hallo ist ja schon schlimm genug. Hallo, meine Damen und Herren, hat man früher nur an einer einzigen Stelle gesagt. Am Telefon, genau. Und für die Jüngeren unter Ihnen, das Telefon war früher grün und stand im Gang. Und das stand dann fest, das konntest du nirgends mit hinnehmen, das hat hinten eine Schnur. Wenn du früher was vom Telefon gewollt hast, dann hast du müssen zum Telefon hinlaufen. Das stand fest im Gang und war grün, den ganzen Tag, von morgens bis abends. Wenn du früher telefoniert hast, dann hat die ganze Familie außen rumgestanden und hat noch Kommentare abgegeben. Wir haben die NSA gar nicht gebraucht damals. Das hat jeder alles gewusst. Ihr Leid, also wirklich. Und noch etwas. Wenn du früher telefonieren gewollt hast und bist zum grünen Telefon hingelaufen, dann hast du mir auch die Nummer wissen von demjenigen, wo du anrufst, weil die hast du ein bisschen ins grüne Telefon hintippen. Ja, oder wählen, ja. Gut, jetzt zu erklären, was eine Wählscheibe ist, das würde der Rahmen sprengen halt oben. Ja, du hast die Nummer wissen gemisst. Wenn du die Nummer früher nicht gewusst hast, dann hast du nämlich im Telefonbuch nachgucken. Und das Telefonbuch, das war früher auch noch ein Buch. Das war keine App und keine Internetseite, das war ein Buch. Wenn du da drin was gesucht hast, dann hast du auch noch das Alphabet kennen. Aber komplett von vorne bis hinten. Das war ein Buch. Früher war alles anders.
Bei uns auf dem Land, die Buben, die hatten alle Fahrrad gehabt. Ja? Wir waren sogar technisch so versiert, dass wir selbst den Schlauch reparieren konnten. Ja? Und die Buben hatten auch alle Motorrad gehabt. Am Fahrrad drauf. Gut, du hast damals schon gemerkt, bei denen, die zu arisch hennen machen, dass so aber es nicht stimmt, aber ist jetzt mal egal, es ist aus uns all was war. Und wir waren früher auch noch kreativ. Wenn meine Schwester Sandra irgendeine Hefte in die Finger kriegt hat, egal was für eins, ob das die Brigitte war oder die Bunte oder die Hört zu, das war völlig egal. Die hat dort mit einem Kuli jeder abgebildeten Person eine Brille gemalt und einen Schnorres. Da haben wir uns totgelacht, wenn eine Brille und ein Schnorres mit dem Kuli. Früher war alles anders. Wissen Sie, was das früher für ein Aufwand war, wenn wir uns mit unseren Freunden verabredet haben? Das war ein Aufwand. Ach Gott, was ein Aufwand. Das war ein Aufwand früher. Da bin ich schon hingelaufen. Und dann war ich dort. Das war der Aufwand. Du hast mir nicht 5 SMS schreiben und dann doch nicht kommen. Du bist einfach hingelaufen und warst dort. Und abends um 6 waren wir wieder daheim. Weil meine Mutter nämlich gesagt hat, um 6 sind wir wieder da, da essen wir zu Nacht. Und das hat die einmal gesagt in 5 Jahren. Nicht alle 5 Minuten per SMS. Und dann haben wir wieder da gehockt. Ihr Leid, wir singen was mit der HR-Tuschpirade zusammen. Auf geht's. Moins komm ich runne in die Kisch, da sitzt mein Schätzchen schon am Tisch. Ich froh mich, wie kann man dann moins so früh schon so furchtbar schlimme Schnude ziehen. Gleich drauf steh ich vor der Bäckersfrau, die tut launisch mir Gemasche sah. Ich sah 4 Brötchen, meine Gute, und ziehen sie bitte nicht so Schnude. Und alle, wie lieber bist du, wenn du lachst, wie wenn du eine Schnute machst. Drum lach doch mal, mein Mädchen, und dreh nicht so am Rädchen. Der Mann geht von der Sitzung heim, er hat Spaß im Kopf und noch so'n Kram. Die Frau, die schenkt, es ist doch viel zu spät, als ob das interessiere det. Mein Mädchen, du musst viel mehr lachen und nicht immer solche Schnude machen. Drum denk an mich und lach dazu und sei nicht so eine Schnudekuh. Wie lieber bist du, wenn du lachst, wie wenn du eine Schnude machst. Drum lach doch wohl, mein Mädchen, und geh nicht so am Rädchen. Wie lieber bist du, wenn du lachst, wie wenn du eine Stunde machst. Drum lach doch wohl, mein Mädchen, und geh nicht so am Rädchen. Geschichten, die das Leben schreibt, und Sie kennen alle, präsentiert vom Pelzer Ramon Kormann.